Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Blackguards. Und das letzte Mal haben wir diesen Kerl hier, Ossip, und seine Bande vermöbelt, damit er uns entsprechend mitteilt, wie denn die Attentäter heißen, diese Krähen. Wer das genau ist. Ja, und wer ist es jetzt nun genau? Pilgervater, fehlt immer noch das Rätsels Lösung. Krähenzahlen. Genau, in El Harlem und in Benevilla sind zwei Krähen. So, Pilgervater, Pfade. Noch Benevilla löst das Rätsel der Schreine. Und dann haben wir hier noch dieses komische Schwein. Naja, gut. Und da oben kann man auch immer noch hin. Verfluchtes Schwein. Bei dem verfluchten Schwein weiß ich aber auch, da steht zwar jetzt auch Benevilla, ne? Aber ich glaube, damit ist was anderes gemeint, oder? Pilgervater steht auch Benevilla. Gut. Vielleicht, also, vielleicht müssen wir doch nochmal hier oben auf diese Lichtung. Seht ihr die Felsen? Ein Löwe und eine Eidechse. Ah. Sieht wie ein Ritualplatz aus. Wie von Druiden, meinst du? Okay. Ah, haben wir doch gefunden. Okay, gut. Dann ab nach Benevilla. Da ist, glaube ich, Tillemache. Genau, wir Und? haben es gefunden. Löwe Löwe. und Eidechse küssen sich auf einem alten Ritualplatz in den Aralkorhöhen. Das muss der geheime Festplatz der Eoliten sein. Ihr seid Gold wert. Und Gold sollt ihr haben. Kommt bald wieder. Eure Talente sind bei mir in guten Händen. Okay, Wir neuer sind mit Gegenstand, euch. Magie im Kampf. Hoffentlich. Was ist das denn jetzt? Also. Was haben wir denn da jetzt gekriegt? Magie im Kampf. Kugelblitz enthält Details zu einem Kampfzaubern auf dem Stand von 300 Jahren. Von 300 Jahren. Ein gesonderter von Landor Gerano verfasster Anhang beschäftigt sich mit der seltenen Formel des tödlichen Kugelblitzes. Ah ja, okay. Ränkel, Quest-Item. Aurelias kleines Zelemferkel ist neugieriger als jeder Hund. Dafür ist es angenehm ruhig. Eine kryptische Abhandlung über allerlei Echsenwesen. Okay. Okay, gut. Ach, hier ist noch ein Messer. Das kann ich noch wegbringen und die Stiefel kann ich auch wegtun. Gehen wir mal zum Oron, Händler bitte. hier. Ihr werdet zu. Also ich will die Stiefel loswerden. Ich will sie loswerden. Ach so, falsche Taste. Und den Dolch will ich auch loswerden und ja, weniger wird's nicht. Schade. Ihr seid hier? Gut, dann ist jetzt die Frage, Benevilla hatte. Hier drin ist der immer noch nicht. Hä, sollte hier jetzt nicht jemand sein? Krähen in El Harlem und ist Lehrer an der Kriegerschule Rabenschnabel in Mengvilla. Ach so, in Mengvilla, okay. Gut, dann nicht hier. Gut, dann halt nicht. Dann speichern wir eben schnell. Wir haben ja das Quest abgegeben. Gut. Und, Moment. Hast du jetzt genügend Punkte über? Um die Fähigkeit zu kaufen? Jawohl. Dir fehlen aber noch 5 Punkte.
Ja gut, dann gucken wir nochmal, dass wir nochmal 5 Punkte irgendwo herbekommen. Und wenn, dann gehen wir mal direkt nach El Halim. Harlem, genau. Da ist ja bestimmt einer von denen. Komischen Krähentypen, ne? Ihr seht doch ganz gesund aus. Raja mit euch, Gladiatoren. Raja Dees. Bezaubernde Clarissia. Habt ihr vielleicht eine Glaubensschwester namens Raja Dees? Glaubensschwester, ja. Ich hätte gleich sehen müssen, dass ihr wegen ihr gekommen seid. Bitte, tretet ein. Aber seid gewarnt. Dieser Tempel ist anders als andere Häuser der schönen Göttin. Ihr findet meine Glaubensschwester am Ende der Halle. Das heißt, wir müssen jetzt gegen Camp... Wein und Rosenwasser, ja? Der reinste Sündenfuhl. Warum denn so prüde? Ich hatte doch Anweisung gegeben, niemanden hereinzulassen. Clarissia, was soll das? Wir wollen uns nur kurz mit euch unterhalten. Über Krähen zum Beispiel. Krähen? Dazu solltet ihr vielleicht lieber den Totengott befragen. Oh, okay. Oh, okay. Du bist echt übel, muss ich sagen, ne? Trefferchance nur. Du kannst mal aus dem Weg gehen. Und musst mal hier die Herren in nackten Herren hier hinten killen. Okay, du kannst direkt hier hingehen. Und ihr mal richtig schön in die Fresse schlagen. Ah, getroffen, gut. Kannst du jetzt da durchschießen oder nicht? Ja, da kannst du durchschießen. Und 19. Ja, immer schön drauf auf sie. Genau. Verpiss dich erstmal nach da. Ah, ist klar. Komm. Und du kannst so. Das hat sie 8 Schadens Lebenspunkte noch. Das kriegen wir hin, bevor sie noch irgendeinen üblen Schlag macht. 12. So. Was kommen da jetzt für Kerle? Ah, okay. Alle mit Dolchen, ne? 7 Schaden. Mist. Schade. Bumm, der liegt. Du liegst auch. 2 weniger. Oh, was hast du denn für ein Gift? Das ist übel. Komm, vielleicht
Nee, hast natürlich nicht Glück. So. Du musst dich mal verstecken. Und musst ihr eigentlich mal eine außerordentliche Heiltwunden, okay? Außerordentliche Heilung geben. So. So, damit sind die Wunden zumindest schon mal weg. Ja. Oh, das ist blöd. Kannst du irgendwen anders erreichen? Nee, kannst du auch nicht. Dann müssen wir es so machen. Bumm, 13. Und der gute Zwerg macht seinen Befreiungsschlag hier. Gegen euch drei. Zack. Da liegen sie hinten. Du kannst den aber auch wegkriegen. So, damit ist der zumindest schon mal weg. Du hast 29, du hast 16, du hast 16, alles klar. 18 weg. Nächster, der angreift. Und du kannst jetzt noch das Gift wegnehmen. Halt, was für ein Gift ist es? Stufe 3, alles klar. Gift der Stufe 1, Stufe 3 für alle Gifte. Okay. Jawohl. Hat er es jetzt selber abgekriegt? Warum kommst du, blöder, nackter Heini, eigentlich jetzt zu mir, hä? So, du stehst hinten, hinter dem. Zack, 24, damit liegst du auf der Schnauze. Und du kriegst wieder einen Befreiungsschlag. Zack, jawoll, wieder alle drei weg. Du stehst direkt bei ihm. 19. Komm, ich drück dir meine Armbrust ins Maul und damit bist du auch weg. Genau. Ja, du kannst hier gerne nochmal 10 Heilpunkte kriegen. Eins. Daneben. Daneben. Ha. So. Und daneben. Schade. Und nochmal ein Befreiungsschlag. Jawohl. Einer auf 4. Einer auf 15. Du bist auf 4. Zack. Und weg ist er. Halt, wartet. Lasst uns verhandeln. Wir verhandeln nicht. Kopf, nicht wahr? Verschont mich und ich erzähle euch alles, was ich weiß. Rede. Dann rede. Ich weiß, dass sich der Kopf der Krähen wie ich als ein Geweihter der 12 Götter tarnt. Und weiter? Ich schwöre euch, das ist alles, was ich weiß. Der Kopf ist vorsichtig. Er gibt sich niemandem zu erkennen.
Und dafür haben wir dich jetzt am Leben gelassen. Du hast eine Basiliskenzunge. Alles klar. Nehmen. Die Basiliskenzunge können wir uns mal angucken. 1W6 plus 2. Attacke 1. Parade minus 1. Initiative 3. Effekte Wunden 1. Mit geflammter Klinge ist die klassische Waffe der Meuchler. Es heißt, wer eine Basiliskenzunge in seinem Bett vorfindet, der sind tot. Also gut. Also wenn wir mal gucken. Wenn wir zwei Basiliskenzungen irgendwie finden, dann wäre es vielleicht auch was, wenn wir den mit zwei Dolchen hier noch ausstatten, anstatt mit zwei Äxten, ne? Na, mal schauen. Jetzt erstmal, Raja mit. Wir möchten im Tempel baden. Danke, damit haben wir uns ausgeruht. Und was ist denn? Das wir brauchen Heilung, damit die Wunde weg ist. Nein, wir wollen nicht laden. Das wäre fast schief gegangen. Speichern. Okay. 36, genau. Wir wollen nämlich jetzt zum Meuchler hier in Ozara, genau, Ozara. Damit er uns die bessere Initiative gibt. Weil das ist schon wichtig, dass wir früher anfangen. Dann haben wir nämlich schneller den einen oder anderen schon mal umgehauen, ja, wenn wir eine gute Initiative haben, ne? Also du. Hä? Warum kann ich die Kampfreflexe hier von ihm nicht lernen? Von wem kriege ich denn dann die Kampfreflexe gelernt? Okay. Vielleicht dann bei in Mengvilla in der Gladiatorenschule vielleicht dann? Oder in der Arena von der Frau? Zum Arenaviertel. Ah, da ist die Kriegerschule. Aha, Daria ist nicht mehr da. Interessant. Gehen wir jetzt erstmal in die Arena rein. So, kannst du uns das beibringen? Kampfübungen? Nee. Verdammt, wer hat uns das denn jetzt beigebracht dann? Hat uns das echt Daria beigebracht? Schon. Okay. Aber Daria ist nicht mehr da. Das heißt, die ist wahrscheinlich wirklich in der Kriegerschule. Vielleicht gehört sie ja dazu jetzt. Ondra zum Gruße. Sucht die Unterweisung in den Künsten der Kriegsgöttin? Wir sind eher hier, um einer Krähe die Flügel zu stutzen. Ihr wisst Bescheid. Hört her! Jeder, der einen unserer Gäste hier im Kampf besiegt, dem sichere ich einen Platz in der schwarzen Kohorte. Wer ist das? Ist das Schüler? Schüler, 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 Schüler. Schüler, Schüler. Sind das alles Schüler? Du auch, oder was? Assassine, hier. Das ist der Assassine, alles klar, gut. Also erstmal gehst du nach hinten. Und jetzt kriegst du einen Dreifachschuss ab. 21, gut. Und du gehst auch nach hinten. Maximale Range. Und
bekommst noch einen Dreifachschuss ab. So, damit ist zumindest schon mal der mit seiner komischen, ekelhaften Giftklinge schon mal weg, ne? Und jetzt kann sich der Zwerg vorne ins Getümmel stoßen, und zwar hier seitlich. Um dich niederzuwerfen. Ach, hat er nicht geklappt, nicht geklappt. Aber gut, jetzt kriegt er wenigstens gleich drei Gegner. Okay, gut. So, 29. Und Schuss. 15. Du gehst mal nach da hinten und dann ist, glaube ich, hier, falls du das machen kannst. Neun. Na gut, okay. Oh yeah, er hat mich umzingelt. Ganz schön viele hier jetzt, ne? Gut, dann wollen wir mal loslegen. Kriegen wir die, die hier vorne sind, vielleicht zuerst? Ich glaube, das kriegen wir schon hin, ne? Ah, es sind 65, das ist zu teuer. Dann nehmen wir mal ihn hier. Okay, kriegen wir nicht. Okay, ein zweites Mal drauf schießen. Verdammt. Okay. Dann, machen wir das jetzt mal so. Befreiungsschlag. Jawohl, einer weg. Wer hatte denn jetzt hier nochmal wenig? Kannst auf jeden Fall mal nach da drüben gehen. 20. Und 16. Jawohl. Gut, und dann kannst du gerade nochmal einen 8 Punkte Schaden kriegen. Bumm, und dann ist der weg. Ja, ist klar, dass du dahin gehst. Ist klar, dass du dahin gehst. 2, der Zwerg hält's aus, ne? Das kriegt er schon mit. 75. Ja, komm. Tag 23. So, du bist auch weg. Du hast was? 6, 29. Okay, gut. Dann machen wir es mal so. Jawohl, noch einer, der liegt. Befreiungsschläge sind gut, muss ich sagen, ne? Kommst noch ein bisschen weiter weg, damit der Schuss auch sitzt. Ah, hat nicht gesessen, alles klar, gut. Dann, kriegst du vielleicht was anderes hin hier? Aber wie viel hat denn der jetzt? Der hat, glaube ich, noch genug, ne? Komm. Komm. Bumm. 20. Dann brennt er. Ja, ist gut. Ihr Schüler, ihr kriegt alle euer Fett weg.
erwischt. Ist das hier noch 20? 7? Kannst du da hinschießen? Nee. Ja, musst du rauskommen. Musst du mal so rauskommen. Mal gucken. Perfekt, weg ist er. 20, 1. Nochmal ein Befreiungsschlag. 10 und 9, perfekt. Du bist auch weg, damit ist nur noch einer da. Unser guter Zwerg kann mal geheilt werden. Gib doch auf, Junge! Ist das wirklich jetzt noch notwendig, oder was? So. Oh, shit. Jetzt unterhalten wir uns mal von Mann zu Mann. Wer ist der Kopf der Krähen? Ihr glaubt, ich weiß das. Der Kopf lebt bei Benny Villa. Aber seinen Namen kenne ich nicht. Lass den Zauberer meine Gedanken lesen, wenn ihr mir nicht glaubt. Das kann er. Selbstverständlich. Du denkst zum Beispiel gerade an eine kugelförmige, bärtige Zwergin. Fadima hat keinen Bart. Benny Villa also. Mhm. Benny Villa also. Brigantia-Stiefel haben wir jetzt hier. Und? Ist Daria jetzt wieder da? Ah, jetzt ist er auch wieder da. Okay. Peter. Kampffähigkeiten lernen. So, genau, wunderbar. Du kannst die Kampfreflexe lernen. Sehr gut. Zack, her damit. Und du kannst die Kampfreflexe auch lernen. Her damit. Damit seid ihr jetzt endlich auch mal früher im Kampf dran. So, den Rest brauchen wir nicht. Ja, den Rest musst du jetzt hier wirklich mal in andere Sachen investieren. Also Zauberroutine, Kraftkontrolle, magische Regeneration. Wahrscheinlich die Zauberroutine ist mir das Wichtigste. Damit der Zauber einfach besser wird, ne? Passierschläge hier, das brauchen wir auch nicht. Held kann die Attacke auf den Gegner. Halt, ein Held mit dieser Fähigkeit erhält eine freie Attacke auf Gegner, die versuchen, sich an ihm vorbeizubewegen. Hat von den Nahkämpfern jeder, aber von den Zauberern hat keiner das, ne? Ja. Wenn sich jemand vorbeiwegen will an den Zauberern. Naja, gut. So toll. Wichtig ist der Passierschlag bei denen eh nicht. Genau. Jetzt könnte der Zwerg sein Waffentalent machen, ne? Auf Schwerter, ne? Wahrscheinlich kann man das jetzt auf 16 bringen, ne? So. Zack. Hat er 1, 2, 3 Sachen auf 16. Sonderfertigkeit. Das heißt, er muss jetzt nur noch ein paar Punkte sammeln. Und dann kann er den Waffenmeister Nahkampf machen. Boni auf Attacke und Parade und teilt zudem mehr Schaden aus. Genau, wunderbar. Und das wäre eigentlich auch für ihn ganz sinnvoll. Man muss da halt noch ein bisschen sammeln. Das ist die Frage, was du nimmst. 2 hast du schon. Genau. Was sollst du noch machen? Du hast einen Nahkampf oben. Ah, hier, Rüstungsgewöhnung. Die 2.
Körperkraft gibt einen Lebenspunkt. Ich weiß es nicht, was ich hier nehmen sollte. Oder solltest du auch den Nahkampfmeister machen oder die Rüstungsgewöhnung 2? Die hat bisher echt nur der Zwerg, ne? Ja, sonst braucht keiner Rüstungsgewöhnung 2 bisher. Ja, ich würde sagen, du sammelst und sie sammeln auch mal. Vielleicht gibt's ja, kommt ja noch mal was Sinnvolles bei raus, ne? Alles klar. Gut. Und abspeichern. 337. Und jetzt hat er gesagt, ist in also erstmal müssen wir rasten. Und außerdem wollte ich was verkaufen. Ich habe so viel Scheiß jetzt mit mir rumschleppen. Wir gehen natürlich wieder nach Mengvilla und gehen mal gleich zu der komischen Händlerin hier. So, die Basiliskenzunge behalten wir noch. Aber wir haben hier so komische Brigantierstiefel, die sowieso niemand bei mir einsetzt, ne? Doch, du setzt sie ein, ne? So, du hast die Kusslicker-Schuhe, damit hast du was sowieso was Besseres. Behinderung. Du hast gehärtete Stiefel. Du hast die bosporanischen. Und du hast die. Also braucht auch niemand diese Stiefel. Zack, zack. Die Basiliskenzunge ist schon hart, ne? Gut, also wo hält er sich auf? In Benivilla, hat er gesagt, ne? Ja, in Benivilla. Dann gehen wir mal nach Benivilla. So, der Kopf der Krähen. Ist Telemache vielleicht der Kopf der Krähen? Oder hier die Wirtin? Boron mit euch. Die Götter. Da hinten ist noch der Händler. Boron mit euch. Ah, Waren ansehen. Heilerfeuer, Granatapfel, Waffenbalsam. Ja, ihr habt wirklich gute Sachen, ne? Kopf der Krähen, dann fragen wir dich mal. Wir suchen einen Geweihten. Irgendeinen? Der, den wir suchen, wohnt irgendwo außerhalb der Stadt. Dann muss es Kair sein. Der Perine Geweihte. Er lebt zurückgezogen auf dem Venesira-Landsitz. Okay. Ihr seid jederzeit willkommen. Auf dem Venesira-Landsitz, also außerhalb. Ah, da direkt. Straßensperre, okay. Ab auf die Straßen, an die Straßensperre. Wie können wir euch helfen, Fremde?
Wir suchen Tahir, den Perreine-Geweihten. Wir sind gekommen, um unsere Sünden zu beichten. Hm, ich verstehe. Die Sache ist nur die. Tahir sieht die Köpfe von Sündern gern auf diesem Pfähl. Ah. Bist du schon wieder so? 10-10. Wie sieht's eigentlich mit unseren Pfeilen aus? Ah, hatten wir genug? Du hast auch genug noch. 6, oh, 26 ist nicht unbedingt die größte Stärke, aber gut. Also, einer mit dem Bogen, einer mit Dolchen, noch einer mit dem Bogen. So, was haben wir denn hier alles für Leute? Sind das alles seine? Dann, gehen wir doch erstmal so. Und warten ab. So. Der mit dem Bogen, oder der mit dem Bogen hat schon geschossen. Okay. Der andere mit dem Bogen hat doch aber auch schon geschossen, ne? Was hast du für ein Gift jetzt? Schaden, alles klar. Der scheint noch relativ schmalbrüstig zu sein. Also die Bogenschützen haben beide jedenfalls geschossen. 60% ist blöd. Ist besser. 20 Schaden. Na gut. So, was machst du? Kannst du einen von den Burgis rausnehmen? 55. Hm. Kannst du den rausnehmen? 90. Gut, damit ist der raus. Du musst erstmal ranlaufen. Gut. Wie stark ist das Gift? Stufe 3. Okay, das heißt, du kannst es auf jeden Fall nicht machen. Du gehst mal darüber. Kannst auf jeden Fall ihm hier mal einen fetten Schuss reinwürgen. So. Du kannst ihr jetzt auf jeden Fall mal ja, direkt 20 Lebenspunkte geben, sonst bist du nämlich gleich tot wahrscheinlich. Genau. Geht schön auf den Zwerg. Dich oder dich? Welcher ist wichtiger? Ich hätte ja jetzt gesagt, wir gucken uns einen Befreiungsschlag aus. Und hauen euch beide weg. So. Aha. Auf die Hexe jetzt. Okay. Und nochmal ein Befreiungsschlag. Ah, scheiße. Doch, jetzt. Zack, und damit liegt der eine auf der Nase. Muss erstmal aufstehen, gut. So, jetzt ist die Frage, der hier 28. Scheiß Bogies. 11. Wie viel hast du? Was ist das für ein Gift? Dreiergift, alles klar. Dann eine Heilung. 20. Gut.
30. 90. 16. Gut. Du musst das mal aufstehen. Ah, jetzt geht's auf den Zwerg, okay? Oh! Minus! Ihr Mistsäcke, ihr. Du hast 20. Den kriegt man nicht. Und den? 28. So. Jetzt kann ich den weghauen. Oder ich kann auf den hier gehen. Ah, die Bogenschützen sind halt... Ach, Mist! Mann! Das kann nicht sein hier. Ich muss irgendwie an den Zwerg rankommen. Heilen jetzt? Nein, komme ich nicht ran. Komme ich an dich ran? 96% Chance. 17 hat er. Oh, das klappt auch nicht, verdammt. So, einer ist wenigstens weniger. 13. Daneben. Endlich schießt er auch mal daneben. 3. Verdammt. Der hat noch 17, genau. So, jetzt gehst du mal nach da unten. Zwölf, jawohl. Nein. 13, so, einer der scheiß Bogenschützen ist weg. So, jetzt muss der Zwerg gerettet werden. 25. Und die Wunden sind weg, damit lebt er wieder. Du hast wie viel? Du hast 20. Du hast 28. Und du bist ganz weit hinten und hast... Oh, Mist! Jetzt ist der auch noch in eine Falle getreten da. Ach, liegst du jetzt auch auf der Nase? Oh, minus 14. Oh, Junge, ey. Damit bist du ja gleich tot. Gott, Zwerg. Komm. Du musst gleich mal einen Heiltrank nehmen hier. 20, 15, 25... So. So, bevor du da jetzt was machst, kriegst du jetzt erstmal
paar Pfeile in den Arsch. So. Die nächsten. So, und jetzt kannst du sie hoffentlich auch heilen. So. So, wunderbar. Damit lebt sie zumindest wieder. Und mit diesem Leben schießt sie gleich mal auf ihn. Oh, 11 Schaden kriegt er. 8 Schaden. Ja, jetzt ist der dran, ne? Wuchtschlag. So, du liegst. Das heißt, jetzt geht es nur noch um dich da hinten. Kampflok, geh weg. Ich sehe nichts. Für 13, gut. Kannst du da auch was machen? Daneben. Jetzt kriegst du eine Heilung. Oh, er schießt auf den Zwerg. 11. Erstmal warten. Mal gucken, was die jetzt machen. 10 Schaden. Zwölf Schaden, damit liegst du. So. Elende. Proviant, Brigantier, Stiefel. Nehmen wir alles. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal echt ausruhen hier. So. Ja. Rasten. Und speichern. Also der Kopf der Krähen ist wirklich nicht so einfach zu kriegen. Da wollte man mir schon was in den Steine in den Weg setzen, ne? Ab zum Landsitz. Ihr habt mich also aufgespürt. Ich hörte schon von eurem Vorgehen gegen meine Schwingen. Ergebt euch! Ergebt euch! Ihr habt verloren! Meint ihr? Ich hatte genug Zeit, eure Schritte vorherzusehen. Längst ist die Meuchlergilde auferstanden von den Toten. Schon bald wird sie ihr Schicksal erfüllen und Borons Reich auf deren erschaffen. Ihr müsst allerdings verstehen, dass ich euch dafür lebend nicht brauchen kann. Ja, weiß schon. Ich bin vergiftet. Ich muss nur mal gucken wegen den Pfeilen. Du hast 21. Du hast 15. Ich glaube, ich muss doch nochmal neu laden und habe nämlich vergessen, dass ich noch Pfeile einkaufen muss, ne? Für diesen Kampf. Also irgendwo muss ich noch Pfeile herkriegen, wahrscheinlich aus Mengvilla oder so, ne? Weil ich habe echt schon wieder so wenig Pfeile. Die gab es, glaube ich, im Arena-Viertel. Bei diesem Händler. Waffen, Jagdbolzen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Jagdbolzen. So, hast du noch genügend? Nein, du hast noch 32. Das ist definitiv nicht genug. So.
Stumpfe Pfeile machen Hieb. Mhm. Du hast nur 21 davon. Gut. Also, Jagdbolzen. So, nehmen wir mal. Stück. Bolzen, Bolzen, Bolzen. Hakenspieß. Zweihänder. So. Du kriegst deine Jagdbolzen. So. Kriegsbolzen. Kriegst du die Kriegsbolzen hier rein? Nein. Also du hast nix. Vielleicht der Schmied vorne vor der Tür. Eine Klinge. Was hat? Wir wollen. Was? Kettenbrecherbolzen. Nein. Mann, habt ihr keine Jagd? Nein. Ach Mann, jetzt muss ich wieder die ganze Welt abreisen, nur um. Wo ist denn das? Gut. Fragen wir mal hier den Typen nochmal. Gab's hier einen Schmied? Hier gab's zumindest einen Händler. Aber der hatte, glaube ich, das nicht. Nein. Der hat nur sowas. Ihr seid. Wo gab's jetzt noch was? Aldenia. Da ist auch noch einer, genau. Hast du was? Ja, die besten Waffen und Rüstung. Und hier gibt es Jagdpfeile. Jawohl. 128. Genau. Und dann nehmen wir auch 128. So, du darfst dich vollhauen. Und du darfst den Rest nehmen. Jagdbolzen. Kettenbrecherpfeile. Stumpfe Pfeile. Was ist das hier? Das sind Sehnenscheiderpfeile. Okay. Dann nimmst du hier stumpfe Pfeile. So. Noch. Und du hast eh nur Jagdpfeile. Genau. Kettenbrecherpfeile, Kriegspfeile, okay, ja gut, nee. Stumpfe Pfeile geben halt dann noch Hiebschaden, dann kannst du wenigstens auch mal auf Hiebwaffen umstehen und musst nicht mehr das Schild nehmen. Und du hast das, genau, okay, passt. Ich glaube, damit hätten wir es. Nochmal speichern und dann gehen wir jetzt in diesen Kampf rein. Ja, das wird nämlich bestimmt spaßig jetzt gegen den Tahir, ne, mit seinem Landsitz. Auf seinem Landsitz. Ihr habt mich also aufgespürt. Ja. Und du darfst dich ergeben. Schon. Ihr müsst allerdings verstehen. Ja, und ist klar. Geht natürlich gleich auf die Hexe. Ist klar, dass das gleich auf die Hexe geht, ne? So, wo willst du hin? Irgendwen holen oder was? Ich würde mal sagen, du kannst gleich hier hingehen. So.
Oh nein, das hätte ich doch wissen müssen, dass er präpariert hat. Okay, gut, das... ich würde mal sagen, das machen wir nochmal. Möchte den Kampf wiederholen? Ja, alles klar. Die Frage, ob ich... Er hat mich also aufgespürt. Ich hörte schon. Okay, gut. Naurim, keine langen Reden. Reden wir nicht um den heißen Haferbrei. Zieht eure Waffe und stellt euch dem Tod wie ein Mann. Wieso überlassen wir dem Zwerg überhaupt das erste Wort? Ja, ist klar. Vergiftet. Ich bin vergiftet. Immer wieder das Gleiche. Genau. So. So, das heißt... Du gehst nach vorn. Aha, okay. Also sie können über die Fallen rüberlaufen und ich nicht, oder was? Das ist ja ganz toll. Okay. Das ist natürlich ganz toll. Dann fangen wir nochmal an. Also, ja. Gut. Ja, gut. Wir können... Du kannst doch mal da gehen. Und bumm. Natürlich. Oh, jetzt hast du da gleich zwei Wunden gekriegt. Okay, damit darfst du jetzt anfangen. Haben wir noch irgendeinen anderen Bogenschützen oder irgend sowas? Was ist mit dir? 100%. Das heißt, wir könnten ihn direkt ausschalten. Jawohl. Das klappt. Okay, gut. So ist, gefällt mir das natürlich schon. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist... kannst du wenigstens ein Feld vorgehen? Ja, ich glaube schon. Und dann wartest du mal, was die, wo die auf einen zukommen. Und er läuft auf den Zwerg zu. Und er läuft auf den Zwerg zu. Jawohl. Und jetzt kannst du... der. Gut. Dann kannst du jetzt hoffentlich hier drüben... Jawohl, der hier scheint gut zu sein. Der hat den Rücken zu mir. Feuer frei. 17, okay. Alles klar. So, du hast Giftstufe 3. Dann bekommst du jetzt erstmal eine Giftheilung. Hä? Nein! Och Mann! Du solltest doch das Gift heilen. Und nicht das andere. So, 18. Den könnten wir sogar weghauen. 15. Schade. Hat nicht gereicht. Jawoll! Oh, das hat er nicht. Okay, gut. Dann, haust du jetzt einen Befreiungsschlag auf die beiden. Weg mit euch. Ich bin vergiftet. Ja, ich weiß. Okay, der Zwerg ist vergiftet. Der 15 35 35, und dich kriegt man nicht. Ach, das ist der jetzt, der da dran ist. Okay, das heißt, irgendjemand müssen wir dran kriegen, der hier, ja, 27. Gott, weg ist er. Alles klar. Dann haben wir hier den Zwerg. Du kannst natürlich schon dahin gehen, kriegst Schaden. Aber jetzt kannst du hier den Befreiungsschlag gegen euch machen. Und damit liegt er auf der Nase.
Und damit haben wir jetzt hier entweder freies Schussfeld zu dem oder 100% töten gegen die. Oder 90% gegen die. Mal sagen, wir können auch drei Schüsse 100% gegen die machen. So, damit liegt der mit einem unten. Hätte jetzt gesagt, bevor du aufstehst und noch irgendwas machst. Aber ich habe hier dieses Gift die ganze Zeit. Vor allen Dingen bei dir. Und das wollte ich gerade eben ja schon nehmen, ne? So. Nein! Schieß daneben! Okay. Da kommt als nächstes der Zwerg. Du kannst mal abwarten, genau. Dann kannst du jetzt erstmal den Zwerg wieder machen lassen. Dann darfst du deinen Befreiungsschlag machen und hat nicht gewirkt. Schade. Okay. Och, Junge! Wie viel hat der? Okay, dann kriegst du einen. Okay. So. Sind nur noch drei. Ja. 80%, 90%. So, damit waren es nur noch zwei. Scheiße, der Zwerg liegt auf dem Boden. Ich bin vergiftet. Ja, jetzt bist du auch wieder vergiftet. Zwölf. Jetzt muss ich erstmal den Zwerg retten, sonst stirbt er mir hier ganz weg. Der noch stirbt. Und wie stark ist dein Gift? Du hast noch 24 und du hast noch 14. 14, jawohl, weg ist er. Es ist nur noch der eine Typ hier da, genau. Okay, und als Zwerg hast du noch Gift?
Jawohl, damit liegt er auf der Nase. So. Männer und Frauen wie euch hätte ich in meiner Gilde gut gebrauchen können. Tja. Das rührt uns. Wer hat euch beauftragt, Kaidre zu ermorden? Dieselbe Person, die mir dieses Landhaus überlassen hat. Sie heißt Clarissia. Die Raja-Geweihte aus Elalem? Weshalb sollte sie ein Interesse an Kaidres Tod haben? Ein Attentäter stellt diese Frage nicht. Okay. Ah, schwarzes Metall und ein Mengbilla und eine Bornsichel. Oh, interessant, was ich da jetzt gekriegt habe. Gut, also, wir rasten. Der Kopf der Krähen. Wir haben wunderbare Sachen. Das gehört auch zu Dolche. Zweihandschwerter. Mit dieser langen Waffe bewaffnet eins der Kämpfer Almadas die Reiterhorden der Novadis entgegen. Heutzutage findet sie jedoch nur noch selten Verwendung. Schwertschaden. Zweihandwaffe, ne? 2W6. Plus 6. Ja. Ist halt die Frage, wer hat jetzt welche Sachen, ne? Also, du hast doch jetzt schon, du hast jetzt 1 und 2 und dir fehlt noch ein drittes Waffentalent und hättest sogar 2 Hand, ne? So, könntest 2 Dolche sogar nehmen, ne? Dolche sind aber immer nur Stichschaden, ne? So. Und du hast Schwerter, Hiebwaffen. Ja. Du hast nur Schwerter, genau. Das heißt, mit der Bornsichel hätte ich eine Finte und Wuchtschlag, okay. Mengbilla, Dolche, die Schaden. Gift. Ah, Gift. 2 Punkte Giftschaden. Ganzer Kampf. Okay. Natürlich automatisch Gift, ne? Basilistenzunge macht Wunden. Wäre natürlich ideal, dann hätte er. Ja, da könnte er Finte, gezielter Stich, Todesstoß, auch mit 2 Stichwaffen einsetzen. 1W6 plus 1. 1W6 plus 3. Macht Wunden und macht Gift. Boah, das ist jetzt was, ne? 1. 2. Wenn du jetzt echt da drüben auf die Dolche gehst, ne? Na, erstmal fehlt da noch was. Nein, nicht speichern. Und Anit Beila könnte anstatt da auch noch auf das gehen, aber. Also wir schmeißen die auf jeden Fall mal nicht weg, diese beiden Dolche, diese 3 Waffen. Die packen wir auf jeden Fall ein und behalten sie, auch wenn es jetzt ein bisschen schwer ist. Naja, gut. Aber wie es letztendlich weitergeht hier, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn, sagt der Captain.